Hallo Leute, wie angekündigt mit meinem Freund Marco, fangen wir jetzt an, diese Reihe zu machen mit über diese Knast-Stories. Da sind ja mehrere Kommentare diesbezüglich gekommen. Ihr wollt es sehen, also dann bekommt ihr das jetzt, oder? So, hallo Marco. Hi Hannes, da sind wir wieder. Ja. Bevor wir anfangen, habe ich noch eine kurze Frage. Und zwar, ich habe letztens nochmal, bin ich so deine Spiegel-TV-Interviews überflogen und ich wollte dich da mal ansprechen bezüglich einem Kommentar, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass man sowas vielleicht klarstellen sollte, weil ich so Kommentare gelesen habe wie, ja, bei 26 Minuten TV hattest du ja auch ein Interview. Mehrere, ja. Und da bist du ja eher so locker und erzählst manche Geschichten auch so ein bisschen eher lustig. Und da sind da Kommentare, in denen steht, ja, bei 26 Minuten TV macht er einen auf, macht sich lustig darüber, über Gewalt und so Zeug. Und bei Spiegel TV macht er dann den Saubermann. Ja, vielleicht kannst du ja, oder möchtest du was dazu sagen? Klar, das kann ich dir erklären. Guck mal, 26 Minuten TV, das ist ein Format, also das sind meine Freunde ganz klar, der Tim und der andere, den ich jetzt namentlich nicht nennen soll, oder? Das weiß ich sicher, das mache ich heute. Auf jeden Fall ist dieses Format, so denke ich zumindest, für Leute gedacht, für eher die jugendliche Sparte, so, also von, nehme ich mal an, jetzt einfach von 14 bis keine Ahnung wie weit, oder? Und ich habe natürlich ein Ziel. Mein Ziel ist, diesen Gnadenhof zu machen. Und natürlich passe ich mich dem Format an. Oder beziehungsweise ich versuche mich dem Format anzupassen. Und wenn ich jetzt bei 26 Minuten TV sitze, hört sich das natürlich alles ziemlich salopp an. Das soll natürlich nicht bedeuten, dass ich das alles gut heiße, was ich damals gemacht habe. Natürlich nicht. Mir ist es scheißegal auf der anderen Seite. Klar, es war so und fertig. Aber natürlich musst du dort anders sprechen. Oder beziehungsweise spreche ich dort anders. Weil ich habe ja auch ein ganz anderes Verhältnis jetzt zum Tim. Und zu diesem Team, wie jetzt bei Spiegel TV, verstehst du, da gehe ich davon einfach mal davon aus, mit Sicherheit wird auch bei 26 Minuten TV der ein oder andere dabei sein, der einen Doktortitel hat oder ähnliches. Natürlich, klar, logisch, aber ich glaube, dass es mehr so Typen sind, also dieses Format mehr Leute anschaut, die artähnlich funktionieren oder ticken wie ich, beziehungsweise wie ich getickt habe. Und die feiern halt diese Art, verstehst du, was ich meine? Aber natürlich habe ich auch noch eine ganz andere Art, verstehst du, was ich meine? Ja. Aber die vielleicht würde die das gar nicht so gut finden, denn wenn ich bei diesem Format 26 Minuten TV so sprechen würde, wie ich das bei Spiegel TV mache zum Beispiel, verstehst du, was ich meine? Mhm. Das ist der Unterschied. Also da versuche ich mich natürlich anzupassen. Das hätte aber nichts damit zu tun, dass ich mich verstellen will oder sowas, überhaupt nicht. Wie gesagt, ich habe ja auch noch mehrere Facetten, nicht nur diese beiden Facetten, also die Interviews zu führen jetzt mit Spiegel TV oder 26 Minuten TV. Ja. Aber ich werde natürlich alles erdenklich Menschenmögliche tun, um mein Buch so gut wie nur möglich an den Mann zu bringen. Ich will diesen Gnadenhof für Tiere und das in Verbindung mit benachteiligten Kindern, was ich ja schon unzählig viele Male gesagt habe, oder? Das ist der Grund, ja. Und dass das, Entschuldigung, darf ich noch stellen? Auf jeden Fall. Und dass das jemand anfängt zu kritisieren, also zum Beispiel jetzt, habe ich mir jetzt gerade überlegt, ein Schauspieler, also ein richtiger Schauspieler, wenn der jetzt eine Rolle spielt in einem Film und spielt noch in einem anderen Film eine komplett andere Rolle, deswegen wird der ja auch nicht kritisiert. Verstehst du, was ich meine? Das ist ja einfach eine Rolle, oder? Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel war, aber ich denke, ja. Ja, also für mich, ich bin eher so ein Freund von, man kann seine Vergangenheit, also man kann zu seiner Vergangenheit stehen und sie vielleicht auch bereuen und daraus gelernt haben und so, aber man muss ja deswegen nicht irgendwie mit gesenktem Kopf alles erzählen. Ich finde ja auch, dass man, also ich meine, wir reden ja wirklich über Jahre. Genau, ja, was da dazwischen, was mittlerweile vergangen sind, genau, natürlich, ja. Klar, logisch. Und also mich stört das zum Beispiel gar nicht. Ich finde, man muss halt auch berücksichtigen, das heißt ja im Verhör. Und so wird das ja auch gemacht. Da kann man dann nicht anfangen Witze zu erzählen, weil richtig, der genau, ja. Gegenüber da ja auch gar nicht drauf anspringt und so. Obgleich ich dazu sagen muss, also ich weiß es nicht, wer dir das, wo du das Kommentar gelesen hast, mit Sicherheit bei irgendeinem Spiegel TV irgendwo drunter. Ich finde aber gar nicht wirklich, dass ich mich jetzt so sehr verändert habe, verstehst du? Also bei Spiegel TV bin ich jetzt nicht wirklich so viel anders wie bei 26 Minuten TV. Nee, das finde ich auch nicht. Ja gut, okay, aber ja, was soll ich da dazu sagen? Es spielt im Endeffekt keine Rolle. Ich dachte, ich frage dich einfach mal, kein Problem, wie du dazu dafür stehst, sind wir ja da. Absolut in Ordnung. Darf ich dir noch was kurz vorlesen? Jetzt weil ich habe einen Kommentar. Ich kenne dich ja persönlich und also es gibt keinen Tag, an dem man dich sieht, an dem man nicht irgendwie lachen muss oder so, weil eigentlich ist der witzigste Typ bei uns im Studio. Oh, vielen, und so. Vielen Dank. Ja, es ist halt einfach so. Ich habe
zwei Kommentare, auch bei Spiegel TV. Sorry, ich will es jetzt einfach mal vorlesen. Kein Problem, hau einfach raus. Und zwar einer, der nennt sich sogar Misanthrop. Misanthrop, also einer, der Menschen hasst, ja? Ja, genau. Ja, gut, okay. Der, das war auch beim Spiegel TV Format, Interview. Er hat geschrieben, gerechte Strafe wäre lebenslänglich oder die Todesstrafe. Verbrecher müssen gerichtet werden. Gut, das ist seine Meinung, aber für mich ist das schon ein wenig grotesk, oder? Dass jemand sich selber Misanthrop nennt, also Menschen hasst, mich aber zeitgleich mich verurteilt dafür, was ich den Leuten angetan habe. Also verstehst du, was ich meine? Also ja, Todesstrafe gibt es ja schon lange nicht mehr. Ich persönlich bin ja seiner Meinung tatsächlich auch. Für mich gehört ja die Todesstrafe auch wieder eingeführt. Ja. Aber natürlich jetzt nicht für Leute, wie ich selber einer bin, sondern für so Sexualstraftäter und so einen Abschaum, oder? Mit so einem Dreck habe ich ja nichts am Hut. Aber gut, ich nehme mal an, dass der Mann, oder ich nehme mal an, das ist ein Mann jetzt, oder Misanthrop, vielleicht ist es auch eine Frau, ich weiß es nicht, oder psychisch sehr, sehr stark gefährdet ist am Kopf, oder? Also ich gehe mal davon aus, dass dieser jemand vielleicht sogar schon in der Psychiatrie liegt, oder was weiß ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht, oder? Aber für mich, ja, ich nicht nachvollziehbar, wie jemand so einen Scheißdreck schreiben kann, oder? Aber gut, ist seine Meinung, kann er ja haben, oder? Scheiß drauf, oder? Ja, auch an die Zuschauer, verzeiht mir, aber ich muss noch einen Kommentar vorlesen und dann fangen wir an, sorry. Was ein Vogel im Knast, hätten wir dich zur persönlichen Putzfrau gemacht. Ja. Was hältst du denn von so einem Kommentar? Kannst du das bestätigen? Es gibt eigentlich nein. Es gibt ja ein paar Leute, die sind tatsächlich mit mir zusammen gesessen. Mit denen habe ich heute noch tatsächlich Kontakt. Ja, mich hat da jetzt nicht unbedingt jemand zur Putzfrau gemacht, oder? Okay. Also eigentlich gar nicht, oder? Ja, das glaube ich dir. Cooles T-Shirt übrigens. Oh, übrigens, das ist das neue Modelabel. Das wird in 3 bis 4 Wochen aktuell sein. Da kann man das dann käuflich erwerben. Auch das, weil die Leute haben immer zu mir gesagt, Janis, niemand, der dein Buch nicht gelesen hat, bringt die Firma Janscha mit dir in Verbindung. Diese Idee, mit dem direkt Janis drauf zu machen, kam eigentlich tatsächlich von Zuschauern hier. Ist kein Spaß. Die haben mich unzählig viele angeschrieben. Auch im privaten Bereich. Du selber hast ja auch schon mal zu mir gesagt. Ja. Und dann habe ich gedacht, du, dann haue ich das einfach mal so ganz arrogant und eingebildet da drauf. Wieso denn nicht, oder? Ja. Und dann natürlich, die Sprüche kommen von mir selber denn, oder? Hier mit Public Enemy. Das wird es dann übrigens auch geben. Also hier die eine Variante ist Public Enemy. Eine andere Variante ist Trust No One oder Pride is to be Silent. Also das gibt es dann in 3 verschiedene Varianten. Erschwinglich für jedermann. Und in unterschiedlichsten Farben. Oder? Das hier ist jetzt einfach nur mal ein Musterstück, bis die anderen Teile da sind. Aber ich erhoffe mir jetzt natürlich auch damit Geld zu verdienen. Das mache ich mit jemandem zusammen übrigens, aber das weißt du ja. Wie gesagt, ich will mein Ziel erreichen, diesen Gnadenhof unbedingt. Oder? Und ich bin jetzt kein Star, natürlich nicht. Aber ein gewisser Prozentsatz von Popularität hier auf jeden Fall in dieser Gegend genieße ich ja tatsächlich schon, auch wenn sich auch das wieder arrogant und eingebildet anhören mag. Das ist mir aber auch scheißegal. Das ist schon nur die Wahrheit. Ich sehe es auch so, ja. Und dann erhoffe ich mir natürlich, dass diese Leute, die mich unzählige Male angeschrieben haben, oder unzählig viele Leute, die mich angeschrieben haben, dieses Produkt dann auch kaufen werden. Oder? Cool. Bleibt natürlich jedem selber überlassen, oder? Ja. Also, dann bin ich mal gespannt auf die erste Knast-Story. Da habe ich mir eine zurechtgelegt mit dir zusammen. Mhm. Und zwar war das in Ravensburg. Ich wurde verhaftet am 10. November 2003 in Ochsenhausen, das ist bei Biberach. Diese Geschichte, also den Ablauf der Verhaftung, den hatte ich ja schon mal erklärt. Und zwar bei 26 Minuten TV. Hier geht es ja jetzt darum, oder eine Geschichte aus dem Knast, oder beziehungsweise mehrere Geschichten aus dem Knast zu erzählen. Eine war zum Beispiel, ich war in der Zelle, immer zu zweit. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich wollte tatsächlich anfangs zu zweit in der Zelle sein, weil mir die Decke auf den Kopf gefallen ist, weil ich wirklich todtraurig war, weil damals war es ja so, das hatte ich auch schon mal erwähnt, der Jato war weg, also den wusste ich nicht, wo der ist. Und dann hatte ich jemanden in der Bude drin, eben diesen Jugo, was ich da platt gemacht habe, aber da braucht man nicht mehr drüber sprechen, angeblicher Kinderschänder, was noch ein Drogenhändler war, aber tut jetzt auch nichts mehr zur Sache. Auf jeden Fall kam dann wieder einer zu mir in die Zelle, oder mit unter anderem wieder mal einer in die Zelle. Einer war so drauf, der hat durchgehend geschnarcht und ich hatte damals, das weiß ich noch, meinen Verlobungsring an. Und ich habe oben geschlafen, also das Etagebett, oder? Und ich war oben drinnen und hat der nachts angefangen zu schnarchen, habe ich immer mit der Hand so gemacht, weißt du, am Metall vom Bett, dass der wach geworden ist. Und habe ich gesagt, hör mal auf zu schnarchen, Alter, du gehst mir auf den Sack.
Auf jeden Fall, das habe ich eine Woche mitgemacht. Dann habe ich zu dem Beamten gesagt, hier, den musst du rausnehmen oder da passiert ein Unglück da drinnen. Dann haben sie den rausgenommen. Ja, das war wirklich so, ohne Spaß. Ja. Eine andere Geschichte war, die war, fand ich jetzt so lustig nicht. Dann habe ich einen riesen Typ in die Zelle reingekriegt, ganz ehrlich. Mit dem bin ich super ausgekommen, mit dem habe ich Tischtennis gespielt, alles war super, ich bin mit dem wirklich perfekt ausgekommen. Und dann irgendwann sind wir mal so gesessen, da war noch offen, also Aufschluss hatte man da noch. Was bedeutet Aufschluss? Aufschluss bedeutet, oder? Also du bist ja normal, also ich war ja auch schon 23 Stunden in der Zelle über einen Zeitraum hinweg von 2 Jahren, das allerdings kam das dann später, da kommen wir dann später irgendwann in einem anderen Gespräch dazu. Aufschluss bedeutet, dass der Gefangene morgens, ich glaube um 6 Uhr ist Lebendkontrolle, also das bedeutet, jemand, ein Beamter schließt die Türe auf, dann musst du guten Morgen sagen oder aber irgendwie eine Bewegung machen mit dem Bein. Also so, dass der Beamte sieht, dass du noch am Leben bist. Deswegen nennt man das ja auch Lebendkontrolle. In Ravensburg war es damals so, dann blieb die Zelle gleich auf. Dann konnte ich 10, 15 Minuten später rausgehen, aus der Zelle raus, um dein Frühstück zu holen. Und dann bist du wieder in die Zelle zurückgegangen. Die Zelle war dann trotz alledem immer noch, glaube ich, eine halbe Stunde oder so auf. Also zum Frühstücken konnte ich fertig. Konnte ich auch bei jemand anderem in der Zelle frühstücken. Und dann war wieder eingeschlossen. Also dann wurde ich wieder eingeschlossen. Und dann gibt es unterschiedliche Hofgänge. Da in Ravensburg war es aber so, da war nur ein Hofgang, also für alle Gefangenen. Ich war, muss dazu sagen, ich war im U-Bau, also ziemlich kleines Haus. Aufschluss, das war, glaube ich, die Leute, wo gearbeitet habe, ich habe ja selber nicht gearbeitet im Knast. Die Leute, die gearbeitet haben, haben um 3:30 Feierabend gehabt und wenn die dann zurückverbracht wurde auf ihre Zelle und dann, ich glaube, 10 Minuten später ungefähr sind dann alle Zelle aufgeschlossen worden. Also konntest du dich frei bewegen auf deiner Station, also von Zelle zu Zelle und alles Mögliche. Und dieser Aufschluss ging damals bis um, ich glaube bis um 8:30 oder um 9, das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Ich glaube bis um 8:30, ich weiß es nicht, aber wie gesagt, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube es war sicher 8:30, weil um 20.15 Uhr fingen ja immer die Filme an. Auf jeden Fall, und während diesen Aufschlusses, oder, sitzt eben dieser Typ, dieser riese Typ, wo bei mir in der Zelle war mit mir, der war schon ein paar Tage mit mir drin, jetzt weiß ich nicht mehr, ob es 5, 6 oder 7 Tage war, das ist schon eine Weile her. Auf jeden Fall erzählt der mir in der Zelle, warum er gesessen ist. Und die Tat, die er begangen hat, die war wie folgt. Er hat mir erzählt, er sitzt hier, weil er mit jemandem zusammen, also mit einem Mittäter, nach Kolumbien geflogen ist, soweit ich es noch in Erinnerung habe. Es war auf jeden Fall Kolumbien, ging auf jeden Fall um 1 Kilo Kokain und 5 Faustfeuerwaffen, also sprich Pistole. Auf jeden Fall hat er mir die Geschichte erzählt, oder? Und dann sind sie verhaftet worden. Und nachdem er mir die Geschichte erzählt hatte, ging er raus in den Tischtennisraum, also in den Freizeitraum vor. Hat dort Tischtennis gespielt. Dann habe ich mir überlegt, hey, Moment mal, zu dem Zeitpunkt war ich ja noch bei den Bandidos. Ich wusste ja, dass einer meiner Brüder, damals war es ja noch ein Bruder von mir, ein Ulmer Bandido, in Landsberg am Lech im Knast saß, wegen 5 Faustfeuerwaffe und 1 Kilo Kokain. Und von dem wusste ich auch, dass er verraten wurde von seinem Partner, also beziehungsweise seinem Mittäter. Dann habe ich mir die Geschichte überlegt und dann habe ich gedacht, hey, Moment mal, dann könnte das ja der Mittäter sein von meinem Clubbruder. Dann bin ich vorgelaufen in den Freizeitraum, da war damals auch noch der Präsident dabei von Black Devils, von Friedrichshafen, das weiß ich noch. Mit dem bin ich übrigens sehr gut ausgekommen, auch vage wie wir beide. Dann bin ich der Vorgang in den Freizeitraum, dann habe ich zu dem Typ, der bei mir in der Zelle saß, oder, der mir die Geschichte erzählt hat mit dem Kilo Koks und mit deinen 5 Faustfeuerwaffen, habe ich zu dem gesagt, du sag mal ganz kurz, wie hieß denn dein Mittäter eigentlich? Dann hat er eben diesen Namen, den sage ich jetzt hier nicht, oder, hat er den Namen meines Clubbruders gesagt. Dann habe ich zu dem gesagt, ja Moment mal ganz kurz, dann bist ja du der Scheißhaufe, ich habe ein anderes Wort gebraucht, was jetzt bei YouTube nicht so gern gehört wird. Also ich habe Fotze gesagt, oder? Habe ich gesagt, ja, was soll ich mal? Jetzt sagen wir es doch. Ja, ich habe gesagt, dann bist ja du die Fotze, der meinen Bruder angeschissen hat. Und dann haben wir eine aufgezogen, dann ist er über die Tischtennisplatte geflogen, oder? So war die Geschichte, oder? Das war eine Geschichte, oder, zum Beispiel. Und dann habe ich zu dem gesagt, und jetzt gehst du vor zu dem Bulle, also zu dem Beamten, und lässt dich sofort aus der Zelle rausnehmen. Das hat er auch gemacht, weil ich habe gesagt, du kommst bei mir nicht mehr in die Zelle rein. Auf jeden Fall, ich bin weiterhin im Freizeitraum geblieben mit meinem Kumpel, also hier der damalige Präsident oder Fiet, ich glaube es war der Präsident, ich bin mir da aber nicht mehr sicher. Ich weiß auf jeden Fall, ich habe den nämlich 2006 habe ich den tatsächlich getroffen, wo ich mal beim Gremium war. Als Black Devil, da war er immer noch dabei. Auf jeden Fall ein sehr guter Mann aus Friedrichshafen von den Black Devils. Und mit dem war ich im Freizeitraum. Und als Einschluss kam, war der Typ, der mit mir ja vorher in der Zelle war,
Der mein Clubbruder verraten, der war dann gar nicht mehr da. Der war aber auch gar nicht mehr auf der ganzen Station, nicht mehr. Den haben sie komplett, also der hat sich komplett in eine ganz andere Station legen lassen. Davon habe ich aber nichts mitgekriegt. Ich bin in meine Zelle beim Einschluss, das Zeug war weg von dem und der Typ war weg und fertig. Der war einfach auf einer anderen Station, so einfach war das. Krass fand ich, dass ich bin ja mit dem Typ super ausgekommen. Und dann erzählt der mir die Geschichte und die Geschichte kannte ich ja, weil diese Geschichte, also ich muss dazu sagen, ich kannte die Geschichte von meinem Clubbruder, weil den habe ich ja selber besucht in Landsberg am Lech. Das war ja bevor ich noch verhaftet wurde. Also der saß ja schon im Gefängnis, bevor ich überhaupt verhaftet wurde. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also ich glaube, der saß schon ein halbes, dreiviertel Jahr. Und so kam die Geschichte dann auf einmal, und so kam dann auf einmal raus, dass der ja der Mittäter war. Also was für ein Zufall, habe ich auch gedacht, wie sie mir den jetzt in die Bude reinlegt. Ja. Gut, das konnte ja von denen jetzt keiner wissen. Obwohl, ja, weiß ich nicht, aber nehme ich jetzt mal nicht an. Das war einfach Zufall, oder? Ja. Und dann hat der mir die Geschichte, habe ich ihn gefragt irgendwann, eben, wegen was sitzt du hier? Und dann hat er mir die Geschichte erzählt. Und dann ist er rausgegangen in den Freizeitraum, das, was ich gerade erzählt habe. Und dann habe ich gedacht, Alter, da muss ja das der sein, wo mein Bruder angeschissen hat. Verstehst du, man? Geht ja nicht. Ja, so war das. Wahnsinn. Ich denke auch ganz im Ernst, dass mir diese Geschichte, dass diese Geschichte für heute jetzt erstmal reicht, ja, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass der Zuschauer, jetzt an euch wieder gerichtet, ich bitte euch, in meinem Buch wird das alles natürlich detaillierter beschrieben, das ist ja klar. Ich bitte euch weiterhin, das Buch zu kaufen, mich weiterhin zu supporten. Alle anderen, die da keinen Bock drauf haben, das ist okay, dann supportet ihr irgendwelche andere Leute, das spielt ja keine Rolle. Ich möchte aber jetzt all meinen Abonnenten und meinen Followern von ganzem Herzen wieder mal danke für diesen großartigen Support, für die unzählig vielen netten Kommentare, ja. Also richtig geil, die Community, die wächst. Das freut mich natürlich sehr, ganz ehrlich, oder? Und so, ganz wichtig noch, bitte, 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 seid mir nicht böse, wenn ich mal auf irgendeinen Kommentar nicht reagiere oder nicht gleich reagiere. Manchmal habe ich einfach keine Zeit. Der zweite Teil, beziehungsweise die zweite Folge denn aus dieser Reihe, kommt dann, weil ich bin ja gerade noch am Drehen mit dem anderen, die Reise zurück in meine Vergangenheit. Da kommt übernächste Woche, in 2 Wochen wieder die zweite Folge. Und die zweite Folge von dieser Serie hier mit Knast-Stories mit Marco, das kommt dann 2 Wochen später, also immer im 2-Wochen-Takt. So, das war es jetzt erstmal von mir. Alles Gute für euch. Tschüss.